Es war eine sehr turbulente Woche für mich, für uns viele bestimmt auch. Selten habe ich in meinem Leben so viele Kämpfe gehabt. Und doch, das eine ist so sicher. Das ist der Jesus Christus, die Grundlage meines und unseres Glaubens ist. Und wenn wir da festhalten, wenn wir auch manchmal Entscheidungen treffen müssen, die sehr, sehr, sehr schwer sind, wir können trotzdem nur auf die Gnade Gottes vertrauen, mehr nicht. Auf das, was Jesus mit uns, oder wie Jesus mit uns weitergehen wird. Egal, wie die Menschen, wie wir uns alle entscheiden werden, egal. Egal, was in deinem Leben noch kommen wird, mein Leben. Egal, wie dein Leben noch aussehen wird, gut oder böse. Egal, was die Menschen über dich reden werden, gut oder böse, ist gar nicht wichtig. Gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir an dem festhalten, der uns so sehr geliebt hat. Der uns den Weg vorbereitet hat. Der uns gesagt hat, du bist mein. Ich habe nicht viel Zeit gehabt, in dieser Woche auch mit meinen Gedanken zurechtzukommen. Und doch will ich heute uns weiter ein Wort geben, das so in mein Herz auch gestern Abend so hineingedrungen hat. Wo Jesus gesagt hat, wo er eines Tages einfach so unterwegs war, der Rabbi aus Nazareth, die Jünger gerufen hat und das bekannte, gute Wort, ein Satz gesagt hat, folge mir nach, folge du mir nach. Folge du mir nach. Und dieser Satz hat mich so eingebrannt in mein Herz. Folge du mir nach. Und ich kann mir die Menschen vorstellen, da in damaliger Zeit, wo Jesus unterwegs war und die Jünger gerufen hat. Wir wissen, es waren viele, dann weniger, dann wieder, vielleicht später viele. Es war immer so. Und er kam da und Menschen gingen, da waren ganz normal viele Rabbis unterwegs und viele haben in die Nachfolge gerufen, viele kamen auch und haben den vielen Rabbis gefolgt. Und, aber dieser junge Mann, was könnte er da mit 30 Jahren, welche Erfahrung hat er auch da? Aber Menschen kamen und Menschen folgten ihm. Eigentlich, sie haben keine Lebens- und Krankheitsversicherung. Sie wussten nicht, was morgen mit ihrem Leben passieren wird. Sie haben keine Kohle in der Tasche gehabt, völlig gar nichts. Und da kommt ein Rabbi und sagt, komm. Können wir uns die Situation vorstellen, wie es ihnen ging da. Heute können wir gut in der Gemeinde sagen, ja, Jesus, ich folge dir nach. Morgen, schau mal. Wir haben alles in Hülle und Fülle. Aber da damals die Menschen. Und da Jesus kommt gerade in diese Situation hinein oder in diese Zeit hinein, wo die Menschen so ganz mit vielen Fragen da stehen und die Römer sind da und die Angriffe und die Pharisäer und die Lehre falsch und was auch immer. Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Folge du mir nach.
Und er hat ihnen nicht versprochen, große Reichtümer da in dieser Welt zu haben. Er hat ihnen nicht versprochen, dass sie alle sofort gesund werden oder dass sie irgendwas haben werden. Nein, umgekehrt. Wisst ihr, was er ihnen gesagt hat? Er hat ihnen gesagt, wenn du von einem Dorf zum anderen gehst, nimm nichts mit. Wenn du auch eine Tasche vielleicht hast, nimm es mit, aber dass dein Gewand, und das mich sehr, dein Gewand verkauf und kauf ein Schwert. An diesem Satz bin ich oft gestanden und gesagt, Herr, was meinst du da? Das sind so komische Ausdrücke, die dieser Meister gesagt hat. Verkauf dein Gewand, kauf ein Schwert. Und die sagen dann, ja, Meister, wir haben zwei Schwerter. Er sagt, genug. Die haben nicht alles kapiert, was er sagte. Und doch folgten sie ihm und sie gingen mit ihm mit. War dieser Rabbi nicht so eigenartig, ein bisschen mit anderen? Er hat was ganz anderes gesagt, gesprochen, was die großen Rabbiner damals. Er war ein bisschen anders. Er predigte anders. Er heilte Menschen, trieb Dämonen aus, weckte die Toten auf und die Menschen staunten. Manche kamen nur, weil er so ein Mann war, der plötzlich Wunder und Zeichen tun konnte. Aber in manchen war etwas tief im Herzen. Sie wussten, tief in diesem Mann ist etwas, was wir nicht haben. Tief in diesem Rabbi von Nazareth ist etwas, ein Geheimnis, was wir noch nicht geknackt haben. Etwas in diesem Mann bewegt mich so zu ihm. Heute, wenn wir in die Nachfolge von ihm gerufen werden, jeder, der dieses Wort hört, darf kommen, mein Lieben. Das ist so schön. Wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach. Das ist nicht an irgendwelche Superhelden oder Superchristen oder irgendwelche gute Menschen. Dieses Wort gilt für jeden Menschen. Egal wie die Menschen sich fühlen, egal was ist die Menschen gerade vom Herzen so mutig, egal was die Menschen da gerade erleben. Er sagt, komm, folge du mir nach. In Matthäus 4, Vers 18 bis 22, lassen wir uns diese Geschichte lesen und schauen, was da, wie Jesus seine Jünger einfach berufen hat und wie sie geantwortet haben, was sie getan haben. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Also wenn ich diese Geschichte lese, manchmal kann ich das nicht fassen. Plötzlich alles lassen, dein Job, dein Papa sitzt da daneben, Papa, tschüss, wir gehen jetzt. Wie war das da bei diesen Menschen? Wir lesen oft als Geschichte und sagen, ja, die haben nachgefolgt. Wie ist bei uns es heute? Wenn Jesus dich und mich ruft, wir müssen nicht unbedingt unseren Beruf jetzt stehen und liegen lassen, alles, was wir gemacht haben, nein. Und unsere Häuser nicht verlassen, dein Papa, deine Mama, deine Kinder. Aber es geht um die Entscheidung. Folge du mir nach. Wenn du dieses Wort hörst, wie geht es in deinem, was spürst du auf dem Herzen? Oder was klingt da in deinem Herzen? Folge du mir nach. Die haben ihre Schiffe verlassen, die gehen einfach, sagen, okay, tschüss, wir gehen diesem Rabbi nach, wir wissen nicht, aber etwas fasziniert uns in ihm. Etwas ist in ihm, das ich jetzt gerade nicht verstehe, aber ich will ihm folgen. Und ich bin bereit, alles zu lassen. Es heißt, ich will sein Jünger sein oder werden. Damals war es so, die Rabbis Menschen in ihre Nachfolge gerufen hatten, da
waren die Jünger und die mussten mit ihrem Meister unterwegs sein, bleiben, wo sie auch, die haben keine Autos gehabt, keine Flugzeuge, die sind einfach zu Fuß gelaufen überall. Und die mussten schlafen irgendwo in der Nacht, wo auch immer sie waren. Aber sie mussten alles mit ihrem Meister durchmachen, durchgehen. Miteinander essen, miteinander schlafen, miteinander gehen. Und sie erlebten ihren Rabbi so, wie er wirklich war. Jetzt, es heißt, ein Jünger von diesem Rabbi zu werden. Er ist mein Lehrer und ich bin sein Jünger. Ich muss alles befolgen, was er tut. Ich muss alles mitmachen, wie er lebt. Es heißt, Jünger zu werden. Und da habe ich jetzt meine Predigt auf diesen Punkt, oder da will ich jetzt hineinkommen. Was heißt, ein Jünger Jesu zu sein? Wie kann ich Rabbi von Nazareth folgen? Wie kann ich diesem Meister, diesem Jesus von Nazareth, diesem Jesus Christus folgen? Und es sind drei Kriterien, was für mich so wichtig sind, die für die Nachfolge wirklich sehr, sehr wichtig sind. Drei Kriterien, die in die Nachfolge auch uns führen können. Das erste, der Ruf musst du hören. Das ist so wichtig, dass wir diesen Ruf hören. Wie viele Menschen hören mit ihren Ohren, aber nicht mit dem Herzen. Wie viele Menschen wachsen hier in unserem christlichen Land auf und Kinder werden getauft und verstehen nicht, dass es nicht um die Taufe und Konfirmation geht, um Money zu bekommen. Es geht gar nicht darum. Es geht nur um die Nachfolge. Es geht ein Jünger Jesu und das heißt, ich muss hören. Viele hören das Wort von Kindheit auf, aber verstehst du heute, was du hörst? Verstehst du es mit deinem Herzen? Jesus will uns zu unseren Herzen reden und sagen, folge du mir nach. Und das erste, Punkt Nummer eins ist, du musst diesen Ruf wirklich hören. Wenn du in die Nachfolge Jesu kommen willst, den Ruf hören und sagen, Jesus, du sprichst jetzt und gerade heute jetzt zu mir. Das Zweite, du musst dann auch lernen zu vertrauen diesem Rabbi, diesem Meister. Es ist so wichtig, wir können hören und das Hören kann bleiben irgendwo und sagen, okay, können schon irgendwann. Aber ich muss lernen, sagen, okay, wenn das so ist, wenn du mein Meister und du mein Messias bist, dann will ich dir vertrauen lernen. Das ist so wichtig, dass ich Vertrauen meinem Gott schenke, seinem Wort. Ich kann meinen Gott heute nicht sehen. Aber ich kann meinen Gott hören. Und es ist so gut, dass ich das Wort habe, dass im Wort ich seine Stimme hören darf. Und wirklich lerne, ihm zu vertrauen. Wenn ich auch nicht alles gleich verstehe. Mein Lieben, wir werden in unserem Leben nicht alles gleich verstehen. Stimmst du zu? Wie oft waren wir schon in Situationen und sagten, warum und wieso jetzt gerade das? Es war so schön alles. Warum muss jetzt das in mein Leben kommen? Warum kommt das jetzt? Warum diese Krankheit? Warum? Wir werden nicht alles verstehen. Und wisst ihr, bei Jesus ist nicht oft angenehm, in der Nachfolge zu sein. Aber ich sage es euch, das ist spannend. Das sind immer Herausforderungen. Das sind immer Kämpfe. Und nur durch die Kämpfe werden wir stark. Nur durch die Kämpfe können wir siegen, wenn wir auf seiner Seite sind, nicht auf unserer, nicht mit uns gehen, nicht mit uns jetzt da siegen. Er. Und das Dritte, dann musst du lernen, auch richtig zu gehorchen. Wir machen uns auf den Weg mit Jesus wie diese Fischer. Sie hatten alles verlassen, alles. Ich staune wirklich über diese Nachfolge. Und wenn ich heute in unsere christliche Welt hineinschaue, wir kommen, wir sagen, okay, alles schön, ja, gut, ich spreche jetzt Übergabegebet, wunderbar mit diesem Jesus, ich lasse mich taufen. Mein Lieber, aber jetzt erst beginnt das Leben. Gell, ich habe mit einer Schwester heute Morgen gesprochen und die sagt, weißt du, nach der Taufe sind so viele Kämpfe. Ich sage, ja, ich weiß, gerade jetzt beginnt es. Wo wir in die Nachfolge uns hineingestellt haben, sagt Jesus, mit dir. Und da kommen die Kämpfe, wisst ihr, weil einer uns hassen will und er hasst. Das nächste, unser geistiges Wachstum kann man mit dem natürlichen Heranwachsen eines Kindes vergleichen. Jeder Erwachsene war mal klein. Sage ich die Wahrheit? Okay, jeder Erwachsene. Es kann nicht anders sein. Du warst mal klein.
Alle mussten wir lernen zu laufen und bestimmt sind wir oft gefallen. Und hatten uns oft wehgetan, aber das hat uns nicht aufgehalten. Stimmt's? Wir sind aufgestanden und wieder gelaufen und wieder auf die Nase gefallen und wieder aufgestanden und wieder. Und so haben wir gelernt zu laufen. Und das ist ganz normal. Das ist ganz normal in unserem Leben, wie wir als Kinder, und da hat man angefangen zu reden, und dann lernt man auch zu reden, dann lernt man auch zu essen richtig. Das will ich nicht, das will ich und das will ich. Und doch lernt man auch alles zu essen manchmal, wenn die Mama auch manche Dinge da sagt, ist gut, er sagt, nein, nicht gut. So, wir lernen, wir sind in einem Prozess. Aber wir waren alle mal klein. Und das ist gut so. Das ist so gut, dass keiner sagt, nein, ich habe schon alles erreicht. Wir sind in einem Prozess. Wir waren alle klein und wir sollen gehen, weitergehen. Wisst ihr, ich habe mal gelesen von einer kleinen, kurzen Geschichte in einem Bayern-Dorf. Kamen die, es war ein kleiner Kaff, so ein kleines Dorf, Dörfchen, und da kamen die Urlauber vorbei. Schön, Bayern mag ich auch, wir sind im Urlaub ab und zu in Bayern. Ich mag sehr Bayern, die Berge und oh, schön. Und dann kamen die Urlauber vorbei und da sitzt ein alter Mann vor seinem Haus auf einer Bank und wärmt sich an der Sonne. So schön, ganz gemütlich, friedlich. Und da kamen die Urlauber vorbei und da kommt einer auf ihn zu und sagt, Entschuldigung, bitte sagen Sie, waren hier in diesem kleinen Kaff große Männer geboren worden? Da hat er auf ihn so geschaut und sagt, nein, nur kleine. Es waren nur kleine, aber die wurden groß. Wir werden alle groß. Es geht nicht anders und darum ist es so gut und so schön zu wissen, dass wir in diesem Prozess sind. Aber der Prozess muss beginnen. Wenn wir nicht uns entscheiden, in die Nachfolge Jesu zu gehen, wenn ein Kind bleibt und nicht wächst, dann schlagen die Eltern Alarm. Mit diesem Kind stimmt etwas nicht. Ist das Kind behindert oder ist es krank? Was ist mit diesem Kind? Und so schaut Gott oft auf uns und sagt, oh, was ist mit diesem? Er steckt schon 10 Jahre in diesen Schuhen, kommt nicht weiter, kauft nicht eine Schuhgröße für sich, andere Schuhe. Wir müssen weitergehen. Das nächste, geistliches Wachstum gehört zum normalen Christsein und ist eine Notwendigkeit. Es ist notwendig, dass wir in diesem Prozess weitergehen. Und jetzt in Hebräer Kapitel 5, dieser Hebräerbriefschreiber sagt ein Wort an diese Gemeinde zu den Hebräern und sagt denen, obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, oder in griechischer Übersetzung Vollkommenen, Erwachsenen, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Und da ist der Knackpunkt, meine Lieben. Wenn die Eva und der Adam waren Gottes Kinder, Gott hat sie geschaffen, niedlich, schön, jeden Abend mit ihnen gesprochen, aber die konnten nicht noch unterscheiden, was gut und böse ist. Das war nicht da. Gott hat nur gesagt, tu das nicht, damit ihr das von diesem Baum isst, bitte nicht, denn dann gehen euch die Augen auf. Die haben das noch nicht erfahren, was ist gut oder böse. Heute, meine Lieben, haben wir wirklich das in der Welt, das Böse. Und darum muss jeder in seinem Leben lernen, das Gute vom Bösen unterscheiden. Das ist unsere Aufgabe, das ist die Notwendigkeit eines Christseins, wie wir heute leben sollen. Heute sind so viele Verführungen in der Welt, gerade wenn heute das anschaut, was in den Schulen abgeht, mit dieser ganzen Genderpolitik, meine Lieben. Wenn ich nur das höre, was da heute auch in Deutschland geschieht, wir müssen aufstehen und gegen das, was heute geschieht, sagen, nein. Wer sonst soll aufstehen und sagen Nein zu dem, was heute da der Teufel tut mit unseren Kindern?
Und da muss man wissen, was gut. Viele Christen machen mit und sagen, ist okay. Ja, wenn die Regierung das will, dann müssen wir gehen. Nein, wir dürfen sagen Nein zu dem. Kannst du richtig Amen sagen? Amen. Der ist gegen Gottes Gebot. Und wenn wir Christen Gereifte sind, dann unterscheiden wir, was gut und was böse ist. Und dann können wir nicht schweigen. Ja, dann sind wir verantwortlich, wenn wir geschwiegen haben. Mein Lieben, das ist so wichtig. Und wenn wir nicht wissen, wie wir noch Milch trinken und keine feste Speise essen, wenn wir immer noch die Milch trinken und die Milch ist schön, ist mal auf dem Arm bei Mama und ist schön, niedlich, schön, warm. Aber wir müssen aufstehen und feste Speise zu uns nehmen. Und dieser Mann Gottes sagt, hey, ihr müsst schon längst Lehrer sein. Ihr seid schon lange im Christen oder schon lange als Christen unterwegs. Und immer wieder trinkt er Milch. Wenn du zum Gottesdienst einmal in der Woche kommst und dann jeden Tag wieder in deinem TikTok jede Stunde sitzt, dann kannst du nicht wachsen. Amen. Dann kannst du nicht wachsen. Wenn du jede Stunde wissen musst, was die Nachrichten dir sagen, dann kannst du nicht wachsen. Dann bist du mit diesen Nachrichten voll. Wenn das Herz voll ist, was ist da? Wir müssen lernen, feste Speise zu sich nehmen. Und das ist die feste Speise. Das Wort. Das Wort. Das ist die feste Speise. Das ist hart. Manchmal sie zu knacken und sagen, ich verstehe das nicht, Gott, ich verstehe das nicht. Ich sage, geh weiter. Lass stehen, was du nicht verstehst. Wisst ihr, wo ich das Alte Testament angefangen habe zu lesen? Ich wollte es nicht. Ich wollte zuschlagen, die Bibel sagen, nein. Die alle Opfer und das Blut und die Kriege alle, nein. Gott sagt, lass es stehen. Eines Tages erkläre dir alles. Und wo ich das Evangelium gelesen habe, wo ich meinen Christus erlebt habe, wirklich, wer er ist und warum er durch das Volk Israel kommen sollte. Warum hat Gott sein Volk rausgeführt aus Ägypten und die ganze Geschichte, damit ich heute in diesem Christus, im Christus bin. Aha, jetzt weiß ich. Und wisst ihr, du wirst immer wieder Dinge erleben im Wort, wo du nicht verstehst. Bleib nicht stehen, geh weiter, schlag die Bibel nicht zu. Nimm eine Stunde am Tag und lese deine Bibel. Für alles haben wir Zeit, für alles. Für Nachrichten ist klar, morgens aufstehen, gleich Handy vielleicht. Morgen abends ins Bett gehe, Handy, was haben wir nicht geschrieben. Nimm das Wort. Ich glaube, dass echten Glaubensleben beginnt immer mit einer echten Bekehrung. Wisst ihr, ich habe mit vielen Menschen schon Übergabe, Gebet, gebetet und gesagt, komm, wir gehen zu Jesus und wir beten zu Jesus und Jesus wird dich retten. Ja, okay, komm. Wir haben gebetet. Passierte nichts. Ja, weiß nicht, wie viele Menschen gebetet, wie viel. Heute mache ich es nicht mehr. Es bringt gar nichts. Wenn wir nicht den Menschen erklären, dann wenn du zu Jesus kommen willst, dann wirst du Kampf haben. Wirst du Kampf haben. Mit Jesus ist nicht einfach Spaziergang, weil wir auf der Feindesgelände hier ist. Hier sind wir nicht zu Hause. Hier sind, die Bibel sagt, Pilger, Fremdlinge. Wir haben eine Ewigkeit. Und darum hier werden wir Kämpfe erleben. Werden wir Schwierigkeiten erleben. Werden wir Unverständnis erleben. Werden wir Probleme haben. Wir denken, Herr, warum, wieso? Aber gerade hier, in der Nachfolge, lernen wir Vertrauen. Und ich denke, das Erste und Wichtigste, wie wir heute in diese Nachfolge gehen oder kommen können, eine echte Bekehrung. Buße und Umkehr von meinem alten Leben. Wenn das nicht ist, wenn nur ein Gebet gesprochen und sage, okay, irgendwie ich versuch's, wenn ich nicht verstehe, was Jesus am Kreuze für mich getan hat, wenn ich es nicht glauben kann, bringt ein Gebet gar nichts dir. Es muss wirklich, wir müssen verstehen, wieso Jesus Christus ans Kreuz ging. Wir lesen mal die Apostelgeschichte 16.
von einem Mann, der sehr hart war. Er musste hart sein. Er war ein Gefängniswärter und da waren alle rauen Männer. Und er musste auch raus, bestimmt. Er war ein Mann, der sagt so und nicht anders. Und da erlebt er etwas in dieser Nacht. Er sah etwas ganz anderes, was da in seinem Gefängnis passiert ist. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Bleib mal kurz hier stehen. Können wir uns vorstellen, da in diesem Gefängnis ist ein Gottesdienst. Kein Lobpreis vielleicht jetzt, der war schon. Aber Paulus predigt das Evangelium. Und ich weiß, es war bei Paulus nur eine Botschaft. Der auferstandenen Christus. Und das Kreuz. Und die Menschen haben gehört auch im Gefängnis. Wieso und warum muss Paulus im Gefängnis stecken? Geschlagen werden. Manche Dinge werden wir nicht im Leben verstehen. Wieso Paulus jetzt, der Mann Gottes, da im Gefängnis und geschlagen, Blut fließt und er singt Gott ein Loblied. Wow. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn, ganz kurz zurück. Und allen, die in seinem Haus waren, wir wissen nicht, ob da die anderen Männer später sich bekehrt haben oder nicht, wissen wir nicht. Aber jetzt gehen wir zu diesem anderen. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun? Vor kurzer Zeit war er der Boss hier, war er der Chef. Und er sagt, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Plötzlich hat dieser Mann erfahren, er braucht Hilfe. Und er will diese Hilfe annehmen. Plötzlich sagt er, ihr Herren, ich bin wirklich, ich kann nicht mehr. Ich bin ein rauer Mann, aber ich brauche etwas. Und ich sagte ihm das Wort und er nahm das Wort auf und er wurde ein Mensch des Glaubens. Das war die Botschaft der ersten Gemeinde. Sie prägten das Evangelium im ganzen Römischen Reich. Und wisst ihr, wie viele Menschen da zum Glauben kommen? Sie haben keine Theologie gesprochen. Die haben nicht irgendwelche Geschichten erzählt heute, was wir heute alles erzählen. In unseren Kirchen, Gemeinden. Sie haben erzählt von Jesus, der gesagt hat, komm, folge mir nach. Und das ist meine Botschaft an dich, mein lieber Freund, heute. Gott sagt, komm, folge mir nach. Und wenn du schon 10 Jahre oder 20 Jahre unterwegs mit Jesus bist, er sagt immer wieder, komm, folge mir nach. Wenn du auch in Traurigkeiten, in Fragen stehst, komm, folge mir nach. Schau auf mich. Ich bin dein Gott. Ja, ich habe viele Fragen. Ja, ich weiß, dass du Fragen hast. Komm, folge mir nach. Ich weiß, ich führe dich gut. Wenn wir heute vom Kreuz reden, was denken wir, wenn wir das Kreuz anschauen? Wenn es leer ist oder wenn Jesus auf einem Kreuz hängt, was denken wir da? Bei vielen ist Jesus hier an der Halskette, ein kleines Kreuzchen und da ist Jesus drauf gemalt. Ist es wirklich ein Kreuz? Ein Kreuz auf sich zu nehmen, ist was ganz anderes. Das heißt sterben. Und das tut weh.
Sterben tut weh. Es schmerzt. Aber ihr sagt nur so, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Nimmt sein Kreuz, nicht mein, sein Kreuz. Wir haben jeder. Und folge mir nach. Und wenn wir nicht umkehren, meine Lieben, und uns zu Gott bekehren, werden wir nicht in das Reich Gottes kommen. Du wirst sterben. Ich sage dir ganz offen heute. Du wirst sterben. Wenn du Jesus nicht aufnimmst, du wirst sterben. Eines Tages. Du wirst nicht in den Himmel kommen. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Wenn wir Jesus nicht aufnehmen, wenn wir ihn in unser Leben nicht aufnehmen, an dieses Kreuz, was er uns gesagt hat zu tragen, wir werden nicht reinkommen. Viele machen sich gute Wünsche. Ich habe mich doch vor 20 Jahren bekehrt. Jesus, komm, heute folge mir nach. Komm jetzt, folge mir nach. Wir haben Christen zwei wichtige Berufungen in unserem Leben. Die erste Berufung heißt, eine Liebebeziehung zu Jesus Christus zu haben. Eine Liebesbeziehung. Und das ist, was Jesus heute will, eine Liebesbeziehung mit seinen Kindern. Der Vater will Liebesbeziehung. Er will nicht, dass wir von ihm Angst haben. Wie viele Menschen haben von diesem großen, weiten, allmächtigen Gott Angst? Wenn ich was falsch mache, schlägt er mir auf den Kopf. Gott ist nicht so. Diesen Gott der Bibel kenne ich nicht so. Er ist voller Liebe und Gnade. Wenn wir manche Dinge falsch machen, er kommt uns entgegen, weil er ein Gott der Liebe ist. Und darum will er uns umarmen und mit uns weitergehen. Und das ist das erste, die erste Berufung von uns Christen, ist in diese Liebebeziehung reinzukommen. Ich komme gleich zu der zweiten, aber das ist Nummer eins. Wenn du in dieser Liebesbeziehung mit Gott lebst, das ist das, was Gott will. Wenn du zu deinem Papa sagen kannst, wirklich Papa, und nicht scheust dich, zu ihm zu kommen und sage, ich habe Angst. Ich verstehe ihn jetzt nicht. Und wenn du ihn auch jetzt nicht verstehst, komm trotzdem zu ihm. Sag, Papa, ich will auf deinen Schoß. Ich will mit dir sein. Das ist die erste unsere Berufung. Zweite, jeder wiedergeborene Christ, es soll ein treuer Jünger Jesus sein. Das ist auch zweite unsere Berufung. Es gibt noch andere Berufungen. Aber ich meine, die sind die zwei wichtigsten. Ein Kind Gottes zu sein, eine wirklich mit Gott enge Liebesbeziehung haben, mit ihm eins sein. Und das zweite, ein Jünger Jesus sein. Ihm nachfolgen. Wenn es auch sehr schwer wird in deinem Leben. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und diese Nachfolge wird uns alles kosten. Es wird kein Spaziergang für uns sein. Aber das bringt Erfüllung. Das bringt Sieg. Und das ist die Überwindung. Denn Johannes sagt uns, in 1. Johannes Kapitel 5, sagt, dass wir in dieser Beziehung stehen. Dass wir in dieser Beziehung leben sollen. Und durch diese Beziehung können wir auch siegen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, den Vater, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Wir können Gott und seinen Sohn nicht trennen. Es geht nicht. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir auch seinen Sohn lieben. Wenn wir den Sohn lieben, dann können wir auch den Gott lieben. Da in diesem ist das Geheimnis der Liebe und der Gemeinschaft. Ich will noch ein kurzes Zeugnis von einer Frau weitergeben. Und diese Frau lebt dort, wo ich mal lebte, in meiner ehemaligen Heimat. Und die Frau heißt Dila und die kommt aus einer muslimischen Familie, aus einem kleinen Dorf. Aber dann hat sie die Botschaft von Jesus gehört. Und sie hat gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Sie hat wirklich im Herzen begriffen, dass er, allein er, ihr Heiland ist. Und dass er ihr helfen kann. Und er hat sich für ihn entschieden. Und nach einer kurzen Zeit ist sie krebskrank geworden. Und plötzlich hat sie viele Fragen. Herr, warum?
Und dann musste sie ins Krankenhaus gehen. Und im Krankenhaus haben sie noch schlimmer gesagt, die Metastasen sind überall schon. Keine Chance. Und weil dort für jeden Arzt und Krankenhausbett bezahlt werden muss, der hat kein Geld gehabt. Und die Ärzte, die waren eine Zeit lang im Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt, es ist zu spät. Für die OP hat sie kein Geld, die wird sterben. In ein paar Stunden wird sie sterben. Und weil, wie gesagt, dort alles kostet, haben die Ärzte gesagt, dass die Krankenschwester sie in die Leichenhalle schon reinführen, weil nach 2-3 Stunden wird sie sterben. Und sie wurde in die Leichenhalle reingeführt. Und sie liegt da in der Leichenhalle und schaut sich um. Und plötzlich steht vor ihr Jesus. Und er sagt, meine Tochter, du wirst leben. Ich mache dich gesund. Du wirst leben. Und dann ist er wieder weg. Und da kommt eine Krankenschwester, die dachte, dass man jetzt das Bett abräumt und dass sie jetzt, was immer auch mit ihr Leichen gemacht wird, plötzlich steht sie auf. Die ist erschrocken, ist abgehauen. Das Krankenhaus ist auf die Beine gekommen. Und sie geht raus. Sie geht nach Hause. Und sie erzählt überall, was dieser Jesus an ihr getan hat. Und jetzt sollte der Imam kommen und dieses Zeugnis hören von ihr und sich zu ihm bekehren. Meine Lieben, manchmal werden wir die Wege Gottes nicht verstehen. Ist manchmal hart. Aber wenn wir in ihm bleiben, wenn wir ihm nachfolgen, wäre die Beste. Und das ganze Dorf ist jetzt gläubig geworden, weil die eine Frau hat dieses Zeugnis weiter gesagt. Wie gesagt, wenn wir treu bleiben, wenn wir treu sind, wenn man bis aufs Letzte geht, aber Gott hat den Weg, damit es nicht nur dir gut geht, sondern durch dich auch anderen Menschen geholfen wird. Er liebt die anderen Menschen genauso wie dich und mich. Wenn du ein Jünger Jesu bist, dann heißt es, Gott, den ewigen Vater kennen, mit ihm Gemeinschaft haben und ihn lieben. Das ist Nummer eins. Wenn du heute ein Jünger Jesu bist, dann kennst du diesen deinen Gott. Kennst du den Vater. Du hast Gemeinschaft mit ihm. Sein Wort als Grundlage für deinen Glauben haben. Wort Gottes. Vor einer Zeit habe ich, ja, ich liebe Bücher lesen, liebe sehr Geschichten. Aber eines Tages habe ich gesagt, ich will nicht mehr die Geschichten lesen. Ich meine, Weltgeschichten, was da alles in der Welt passiert, das lese ich noch ab und zu. Aber wisst ihr, die anderen Bücher, es gibt so viele. Ich will das nicht. Ich will meine Bibel lesen. Ich werde bis zu meinem Tod oder bis zu meiner Erdrückung nicht alles erfahren, nicht alles verstehen können, nicht alles erleben können, was die Bibel hier sagt. Aber ich will mehr. Ich will lesen und ich will verstehen, was für mich hier mein Jesus aufgeschrieben hat. Und dann schwicht das wir die Grundlage. Das ist unser Wort. Das ist die Grundlage von einem Nachfolger Jesu Christi. Wenn du ein Nachfolger Jesu Christi sein willst, nimm das Wort bitte. Heute Nachmittag gleich. Lass dein Handy auf der Seite. Leg's ab. Nimm das Wort. Du wirst sehen, wie viel Segen da fließen wird. Das dritte, ein Jünger lebt in Reinheit und im Gehorsam. In Reinheit und im Gehorsam. Die Bibel sagt, ohne Heiligung werden wir Gott nicht schauen können, meine Lieben. Ist jeder gefragt, dass jeder sein Herz prüft, wie lebe ich vor Gott. Ein Jünger Jesu lebt in Reinheit und im Gehorsam. Ein Jünger Jesu ist bereit, ein Zeugnis für die Menschen zu sein. Nicht nur für sich, nicht nur Gottes ins Besucher, nicht nur hier Halleluja singen, aber wir sind da draußen in der Welt und sagen, bringen ein Zeugnis von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Das ist ein Jünger Jesu. Das ist das, was Jesus will. Ein Jünger Jesu wird Leiden erleben in dieser Welt. Das hören wir nicht so gern, ich weiß. Aber Leiden werden wir erleben. Die Bibel spricht sehr oft von Leid. Und wir werden Leid
auf verschiedene Arten und Weisen dieser Welt. Vielleicht ist das größte Leid noch nicht da. Es werden vielleicht noch schlimmere Dinge in unserem Leben da sein, in unserer Welt. Aber lass uns vorbereiten sein für das. Wenn wir heute uns ganz chillig machen, auf unseren Stühlen sagen, ja schön, aber nicht bereit sind, auch leiden für Christus, dann sind wir keine Nachfolger. Mach dich bereit auf diesen Weg. Und mit diesem Weg zu gehen. Ein Jünger betet für kranke Menschen. Er heilt die zerbrochene Herzen sind. Er treibt Dämonen aus. Ich werde nicht aufhören, darüber zu reden. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag. Ein Jünger Jesu kennt den Heiligen Geist und seine Kraft. Er kennt den Heiligen Geist. Er kennt sehr gut, er sperrt du mit ihm. Er weiß, wenn der Geist Gottes redet und wenn der Teufel redet, er weiß. Wie viele Christen fallen rein auf das, was sie hören und sagen, das ist der Heilige Geist. Nein, nicht unbedingt ist der Heilige Geist. Wir müssen unterscheiden, auf was wir jetzt gerade hören. Genau. Und das nächste, das letzte, ein Jünger Jesu macht andere Jünger zu Nachfolger Jesu. Er führt sie in die Nachfolge. Er zeigt ihnen den Weg. Er sagt, komm, ich gehe mit dir mit. Komm, ich segne dich. Komm, ich gehe mit dir, auch wenn du auch Fragen hast. Wir gehen gemeinsam zum Kreuz und wir gehen dann weiter. Ein Nachfolger Jesu, ein Schüler Jesu, ein Jünger Jesu, er führt andere oder macht andere zu Nachfolger Jesu. Das ist unser Job und das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Und es heißt, ein Jünger zu Jesu, nochmal zurück, er hört die Stimme Gottes. Gott spricht ganz leise, aber manchmal ganz laut. Komm und folge mir nach. Bist du bereit, dieser Stimme zu gehorchen heute? Wenn du manche Dinge in deinem Leben nicht verstehst, oder die Menschen gegen dich sind, oder die Menschen dich verurteilen, hörst du die Stimme Gottes. Komm, folge du mir nach. Denn ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will gerade mit dir unterwegs sein. Ich will gerade dich gebrauchen. Ich will gerade dich segnen. Gott spricht ein klares Wort. Hörst du dieses Wort? Lass uns beten. Vater, wir stehen vor dir, vor deinem Angesicht. Und wir vertrauen deinem Wort, dass dein Wort die volle Wahrheit ist. Du hast viele von uns eines Tages gerufen, nachfolgen, gesagt, komm, folge mir nach. Wir haben gesagt, ja, Papa, wir gehen. Wir gehen mit. Und irgendwann, vielleicht sind wir müde geworden. Ich bitte jetzt gerade für die Menschen, die müde geworden sind, die viele Fragen haben und diesem Urwald nicht weiterkommen. Ich bete, Vater, dass du da in ihr Leben kommst. Und da zeigst du jedem, gerade jetzt ganz persönlich, dass du für ihn bist, für sie bist. Und dass du jeden an deine Hand nehmen willst und führen leiden, ganz persönlich. Vater, ich danke dir, dass dieses Wort auch weiterhin, wenn ich schweigen werde, zu jedem von uns reden wird. Komm und folge mir nach. Schau nicht auf die Umstände, schau auf mich, sagt Jesus Christus. Denn ich bin der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Ihr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und ich bete, Vater, dass dein Wort in unseren Herzen Frucht schafft. Dass dein Wort unser Herzen erquickt, weich macht, damit dein Same aufgehen kann. Damit die Vögel nicht kommen, wegpicken und verschwinden. Und wir wieder da sitzen, arme, verlassene
von allen vergessen. Aber dass wir aufstehen und wissen, wer wir sind. Dass wir aufstehen und wissen, dass du, Vater, in uns bist. Dass du mit uns gehst. Und du hast gesagt, wenn ich mit euch bin, wer kann gegen euch sein? Und darum segne ich jeden heute, der dein Wort gehört hat. Und ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurück zu dir kommt, sondern es wird ausführen, wozu du es heute gesandt hast. Darum beten wir dich an und loben dich von Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir bleiben stehen, bitte, meine Lieben.